Sissi. Komm. Wunderschönen guten Morgen bzw. Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Freunde, heute gibt es mal wieder ein What I Eat in a Day. Ich werde euch einen ganz realistischen, echten Einblick geben in meinen Tag, was ich da so esse. So kann ich hoffentlich auch euch ganz viel Inspiration für coole neue Rezepte geben. Ich habe nämlich da schon einiges im Kopf. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir uns wieder auf den Weg nach Hause. Lani, komm, hopp, hopp. Da kommt sie schon angeflitzt. Boah, okay. Hi und willkommen. Füllen auf unseren Bauch auf, strecken uns mal und wieder hoch. Unsere Zehen. Fest anspannen. 5 Sekunden nach. Let's go. Falls ihr noch nie ein Hula-Workout von mir gemacht habt, macht es unbedingt. Es macht so extrem viel Spaß, auch wenn es richtig anstrengend ist. So ein Kombi heute war es mit so einem Bauchfettburner. Ich muss einfach immer wieder dazwischen grinsen, weil es einfach so eine tolle Abwechslung ist. Selbstverständlich mit meinem wunderschönen Confitli mit meinem eigenen Hula-Hoop-Reifen. Kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Große, große Empfehlung. Und jetzt brauche ich aber eindeutige Dusche. Meine Haare sind so fettig. Also heute ist der perfekte Haarwaschtag. Und übrigens, habe ich noch gar nicht erwähnt, ich frühstücke ja meistens nichts, also zu 99%. Das heißt, wir starten dann mit dem Mittagessen sozusagen ins What I Eat rein. Da zeige ich euch dann das erste Rezept. Also bis später! So, da, ich bin frisch geduscht. Ihr steht übrigens gerade im Kühlschrank. Super, oder? Und mein Magen knurrt. Ich sag's euch, ihr habt jetzt schon so Hunger. Wir machen jetzt gemeinsam eine Wok. So eine asiatische Wok mit was Speziellem. Zeige ich euch gleich. Was brauche ich noch? Dann musst du kurz mehr Weintraube snacken. Ich glaube, das war's. Also, ich zeige jetzt mal, was wir da Besonderes brauchen. Hier drin befindet sich jetzt das Spezielle, was ich für die Wok heute verwende. Ich kann euch übrigens später, wenn ihr wollt, also ich kann euch ja jetzt nicht fragen, ich mache es dann einfach, einen kleinen Process Haul abfilmen. Da kamen nämlich richtig, richtig viele Sachen an. Schauen wir mal. Das schaut schon gut aus. Zeige ich euch später. Jetzt muss ich nur schauen, wo das ist, was ich brauche. Hops! Und zwar, Freunde, Cognac-Nudeln. Die haben einfach nur 8 Kalorien auf 100 Gramm. Und das ist, sind einfach so die perfekten Low-Carb-Nudeln. Ihr könnt natürlich auch so ganz klassische so Eiernudeln, so asiatische Glasnudeln oder so nehmen. Ich probiere das heute mal mit diesen Cognac-Nudeln. Weil dann hat man halt richtig viel an Gemüse und so. Und halt nicht so ein deftiges, schweres, kohlenhydratreiches Gericht. Oder auch zum Abnehmen natürlich, weil sie einfach auch fast keine Kalorien haben. Jetzt zeige ich euch aber, was wir sonst noch alles brauchen für das Gericht. Das sieht jetzt, finde ich, relativ viel aus. Aber ich sage euch jetzt direkt vorweg, ihr könnt in diese Wok reinschmeißen, was ihr zu Hause habt. Also jegliches Gemüse. Ich habe jetzt hier Zwiebel, Knoblauch brauche ich dann noch, hole ich dann noch. Champignons, Zucchini, Paprika, Karotte, Brokkoli. Dann habe ich hier so Bambussprossen und so Zuckerschoten, Zuckererbsen, ein bisschen Öl zum Anbraten. Also das ist so die Basis, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich hier mal einen großen Teil noch für die Soße. Ich mache nämlich so eine Erdnusssoße. Ich bin immer nur drauf gekommen, ich habe nicht mehr viel Erdnussbutter, muss ich unbedingt wieder bestellen. Jetzt habe ich mir einfach nur so eine crispy Erdnussbutter genommen. Die hat halt ein bisschen so einen Biss, egal. Sesam, Tahin, Sojasauce, ein bisschen Zitrone, dann nur ein Koriander zum Toppen, ein bisschen Ingwer, genau, kommt da noch rein. Dann eben die Cognac-Nudeln und das ist natürlich kein Muss und ich möchte auch dazu sagen, ich esse super selten Fisch, also Fleisch eigentlich gar nimmer. Und wenn ihr mal so Meeresfrüchte oder so esse, dann schaue ich halt wirklich drauf, dass es eine gute Qualität ist. Ihr könnt euch auch eine andere Proteinquelle dazu suchen, beispielsweise Tofu. Natürlich könnt ihr auch auf Fleisch abraten. Oder Tempeh. Ich habe mir heute mal für Garnelen entschieden, weil ich die schon ewig nicht mehr hatte. Ich schreibe euch wieder das ganze Rezept wie immer unten in die Infobox. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Thank you.
fertig ist die Asia Nudel Garnelen Wok. Wie lecker sieht das eigentlich aus? Und dann würde ich sagen, Mahlzeit! Oh, lecker! Lecker? Wow. Mmh. Ist gut. 1 bis 10? Nein. Nein! Willst du unbedingt mal probieren? Ist wirklich sehr, sehr lecker. Geht einfach, geht schnell. Super Nährwerte. Ausgewogen, gesund. Ausgewogen, gesund. Perfekt. So, entschuldigt übrigens meine luftgetrockneten, verwuschelten Haare. Die mache ich mir vielleicht später noch oder auch gar nicht mal schauen. Es gibt jetzt, wie gesagt, den Process Haul für euch und ich gebe jetzt richtig, richtig Gas, weil sonst sprengt es einfach den Videorahmen. Ich habe mir trotzdem gedacht, es ist ein super Zeitpunkt, weil das meiste Food ist, passt halt perfekt ins Video. Und jetzt direkt die allerwichtigste Info vorweg. Ab heute startet bei Process die Black Week. Ihr bekommt jetzt mit B November. Ich schreibe euch nochmal alles in die Infobox. Bis zu minus 60% Rabatt auf den Shop, also auf so ausgewählte Teile, wie beispielsweise jetzt mal Kleidung und Tech. Und auf den restlichen Shop dann minus 15%. Einfach B-November und Paulina 10 eingeben und dann könnt ihr richtig, richtig sparen. Also wirklich der perfekte Zeitpunkt, um jetzt zuzuschlagen. Whey Protein Müsli. Omega 3, Vitamin D3. Sascha hat sich dann ganz viel so Protein Milch bestellt, Multi-PRZ, Probiotika, Ölspray, dann Mascara, Meal Replacement, also so trinkbare Essensshakes, ganz wichtig das Kiwi Isolate, Proteinpulver in Vanille, dann eine lecker Duo, wo einmal hell, einmal dunkle Schokolade dabei ist. Nazza kann ich euch nur empfehlen. Und zu guter Letzt noch ein bisschen was an Kleidung. Weißes Longsleeve. Das kennt ihr schon von mir. Das ist jetzt nur eine andere Farbe in diesem Saalbeigrün. Klassischen Sport-BH. Und zu guter Letzt noch dieses orange Shirt. Ah, und noch ein Nazza in Pistazie. Und das war's. Also, das war jetzt wirklich im Schnelldurchlauf ein kleiner Process Haul. Schaut gerne unten in der Infobox vorbei. Schlagt jetzt im November mit B-November und Paulina 10 richtig zu. Das lohnt sich halt jetzt echt sehr. Und jetzt machen wir einen leckeren Snack. Wir sehen uns gleich wieder. Wir machen Kürbis-Zimtschnecken. Und ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich jetzt drauf freue. Für mich ist es ein absoluter Herbstklassiker. Generell Zimtschnecken liebe und dann in Kombi mit Kürbis. Einfach nur mega. Wir brauchen dafür Dinkelmehl, Proteinpulver, Vanillegeschmack. Ihr könnt aber einfach auch mehr Mehl nehmen, wenn ihr kein Proteinpulver dazu mixen wollt. Kokosöl, Zimt, Ingwerpulver, Pumpkin Pie Spice. Ihr könnt aber auch Ingwer, ja, so kürbismäßiges Gewürz nehmen. Ein bisschen Honig. Hefe, könnt ihr aber auch Trockenhefe nehmen. Kürbispüree, da kann man natürlich auch einen ganzen richtigen Kürbis nehmen, aber geht halt einfach schneller mit dem Kürbispüree. Ein Ei und Erythrit und ein bisschen Pflanzenmilch, in dem Fall Mandelmilch, Vanillezucker, Datteln, aber das zeige ich euch dann alles. Ich würde sagen, let's go! Brav, gell? Ja. Und hörst du uns ein? Das ist nämlich perfekt. Weißt du, wieso? Wieso? Weil... Ich bin Feuerprofi. Ja, das stimmt. Du bist der Feuerprofi. Weil ich ja jetzt gerade zum Geschenk mache und die brauchen eh ein warmes Platz halt zum Aufgehen. Ach so. Ja. Das heute schnappen wir jetzt. Das Geschirrtuch habe ich leicht nass gemacht. Das sind übrigens meine wunderschönen Geschirrtücher. Und da lassen wir jetzt den Teig so ein, zwei Stunden richtig schön gehen. Die Geschirrsüchter, die sind echt. Was? Die sind die besten. Die Geschirrtücher? Ja, die sind so wach. Die sind ein Traum. Das sind eigentlich die sind eigentlich so super. Ja. Dass ich damals niemals die zum Wischen hernehmen hätte dürfen. Wie? Sitz. Weil es viel schön sind dafür. Fotte? Ja. Brav. Oh. Weil es viel schön sind dafür. Aber wir haben zum Glück genug. Deshalb sind sie schon im Einsatz. Ah, oh, das ist liebes Zwaschel, dass die so. Hallo! Ich mache ein kleines Päuschen. Ja.
Schaut euch das mal an. Sieht das nicht mega aus? Man kann da natürlich jetzt nur so ein Frosting drüber machen. Mit Frischkäse, Erythrit und so weiter. Mach ich jetzt aber nicht. Ich habe jetzt so, ich muss schon schlucken. Mir läuft schon richtig das Wasser im Mund zusammen. Ich schnapp mir da jetzt eine und genieße die. Wow, es ist so gut. Und Lani sucht nach Brösel. Oh, was? Was? Wir gehen jetzt dann aussehen. Okay? Wir gehen jetzt dann noch eine Runde spazieren. Und wir sehen uns zum Abendessen wieder. Tschüss. Und da bin ich wieder. Mittlerweile ist echt stockdunkel. Ich mache jetzt mein Abendessen. Und da wurde ich ein bisschen inspiriert. Ich habe nämlich letztens so ein TikTok gesehen, wo man aus Austernpilzen so Nuggets macht. Also statt Fleisch nimmt man die Pilze. Dann macht man also die Panade und dann gebe ich das Ganze in die Heißluftfritteuse, also in meinem Airfryer. Das ist so praktisch. Also man braucht da einfach kaum Öl, einfach nur ein bisschen was und kann halt so gesund frittieren, sage ich jetzt mal. Es wird alles so knusprig da drin. Und ich glaube, für die Nuggets eben jetzt perfekt. Übrigens ist die auch von Process. Kann ich euch gerne mal unten verlinken. Lohnt sie halt jetzt auch in der Black Week mega, weil die auch reduziert ist. Also schaut es da gerne mal unten vorbei. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir alles brauchen. Also wie gesagt, diese Austernpilze, Eier für die Panade, Salz, Pfeffer, ein bisschen Öl zum Besprühen. Und die Panade mache ich nicht mit einem normalen Paniermehl, kann man natürlich auch machen, aber ich mache das heute mit Haferflocken und Hefeflocken in Kombi. Und dann nur ein bisschen Gewürze, Knoblauch, Zwiebel, Cayennepfeffer. Und das war's eigentlich. Ihr macht dann wahrscheinlich noch einen Salat dazu oder einen Dip, mal schauen. Aber das machen wir jetzt gemeinsam. Also, let's go! Okay, da habe ich eine ganze Zucht bekommen. Schaut euch das mal an. Ups. Lecker sieht es bitte aus und vor allem, die sind so knusprig geworden. Ich bin jetzt so gespannt darauf. Die werden wir jetzt gemeinsam probieren. Also Mahlzeit! Es riecht schon mal sehr gut. Es sieht sogar, ich zeige euch denn das jetzt, wenn man da so reinschaut, echt ein bisschen so fleischmäßig aus. Schmeckt echt gut. Also man darf sich da jetzt natürlich keine Chicken Nuggets erwarten. Ist eh klar, es ist immer nur Pilz. Aber ich finde trotzdem, dass es nicht nach Pilz schmeckt. Es schmeckt einfach voll gut. Einfach so frisch, saftig. In Kombi mit dem Salat, mit der Soße. Mega. Also ja, ihr seht's. In einem realistischen What I Eat, in einem realistischen Tag von mir, teste ich einfach auch mal ein paar so Rezepte aus. Für mehr Rezepte von mir kann ich euch auf jeden Fall mein Kochbuch empfehlen. Weil ich habe gerade darauf gedacht, weil ich in meinem Kochbuch so Haferflockenschnitzel drin habe. Das schmeckt auch richtig, richtig lecker. Wer das noch nicht probiert hat, probiert es mal. Und jetzt würde ich aber sagen, verabschiede mich von euch. Jetzt ist schon ein bisschen finster, gell? Schaut mal, wie Lani hier einfach süß chillt. Bist du lieb. Jetzt haben wir es schon 8:30. Upsi. 8:30 und ich snack jetzt gerade noch ein paar Weintrauben, nein, die ist nichts für die Weintrauben und Cashews und mach's mir nur gemütlich mit dir. Ich hoffe jetzt jedenfalls, dass euch das What I Eat gefallen hat und ja, ihr wieder mal so einen richtig realistischen Einblick einfach bekommen habt. Dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über eure Kommentare, so unterstützt sie mich natürlich auch. Und dann, was müsst du nur sagen? Bisschen grunzen. Ja, du wirst ein bisschen grunzen, gell? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.